Hamburg ist die erste Stadt, wo im regulären Autobuslinien-Dienst auch die neuen Volvo Plug-in-Hybridbusse Euro 6 zum Einsatz kommen. Der Volvo 7900 Electric Hybrid fährt bis zu 7 Kilometer rein elektrisch. Danach schaltet sich ein Euro 6 Dieselaggregat ein. Aufgeladen wird an der Endstation, wo entsprechende Infrastruktur vorhanden ist. Kraftstoffverbrauch und Kohlendioxidemissionen sind um bis zu 3/4 kleiner gegenüber herkömmlichen Euro 5 Dieselbussen. We want to be a world leader in this technology and we have been investing for many years. I mean, we have now close to 2000 hybrid buses out in the traffic. Now comes the electric plug-in hybrid. And now we're also then looking at going forward to the full electric bus. And that means that we have the full palette of vehicles going forward in the electrification when it comes to bus transport. Die Hamburger Linie 109 der Hochbahn AG dient auch anderen innovativen Konzepten zur Einsatzerprobung. Ab 2020 will man dann nur noch emissionsfreie Busse anschaffen.